Noch bevor die Schwinger und Steinstösser ihren Meister gefunden haben, ist am Samstagabend das Unspunnenfest feierlich eröffnet worden. Nebst der jüngsten Nationalrätin Lisa Mason hat es auf der Bühne im Festzelt bereits mehrere Zückerli für die kommende Unspunnenwoche gegeben. Traditionen, gerade besonders in der heutigen Zeit zu fördern, haben viele Redner dabei erwähnt. Auch der Altbundesrat Adolf Vogi findet das wichtig. Das hat natürlich mit der internationalen Politik zu tun. Es ist unsicherer geworden. Die ganze Welt ist unsicher geworden. Nicht zuletzt nach der Wahl von Herrn Trump, nach diesen Anschlägen, Immigrationsproblem. Und wir haben eine Tradition, wir haben eine Geschichte. Und die verpflichtet. Und ich glaube, der Zusammenhalt, die Vielfalt in der Einheit oder die Einheit in der Vielfalt. Tatsache ist, dass wir ein Land sind von 4 Kulturen, 4 Sprachen, 26 Kantonen, 3000 Gemeinden. Und wir leben seit 1848 in Frieden und Freiheit zusammen. Und das ist halt nur, wenn man bereit ist, zusammen zu leben. Der Regierungsratspräsident Benno Pulver findet es positiv, dass die Teilung vom Kanton Bern nicht mehr besteht. Das wäre nicht gut, aber es ist ja so, dass die Teilung ja zum Glück seit über 200 Jahren vorbei ist, dass wir zusammen sind. Aber wichtig ist, dass wir immer wieder schauen, dass Stadt und Land gut zusammenkommen. Wo in der Tat ist es nicht einfach etwas, was selbstverständlich ist. Die Anliegen von Stadt und die Anliegen vom Land sind manchmal unterschiedlich. Und da muss man immer wieder guten Ausgleich finden. Und da ist das Unspunnenfest eine von den Möglichkeiten, sich gut auszutauschen. Das optimale Tönü an diesem Eröffnungssamstag war ganz klar die Tracht. Nicht lumpen hat sich die Berner Finanzdirektorin Beatrice Simon. Ja, ich habe vor über 20 Jahren die erste Tracht selber gemacht. Das ist aber nicht jeder hier, die habe ich dann machen lassen. Tracht bedeutet für mich wirklich etwas mit Heimat, mit Tradition. Und ich lege die sehr gerne an. Und es hat ganz einen schönen Effekt. Tracht kann man immer anlegen. Das finden alle immer toll. Und wenn man dreimal das gleiche Kleid schon an hat, hat sie dann nichts anderes. Also, so gesehen, Tracht ist mir gut angelegt und das schätze ich sehr. Das Unspunnenfest ist eröffnet und die prominenten Gäste haben eigentlich gebraucht ums Favoriten. Mir gefällt eigentlich, das ist noch etwas, was wird überrascht. Das Fahnenschwingen ist etwas, was mir ganz besonders gefällt. Und heute hat da drei Buben die Fahne geschwungen. Ich finde die Technik, wie man das mit einer Fahne in die Luft wirft und dann die schön dreht und man wieder auffährt, ist etwas, was mir ganz besonders anspricht. Aber mir gefallen natürlich alle die Traditionen hier, aber die irgendwie spricht mich besonders an. Ich möchte keinen Favoriten erwähnen. Es ist das Ganze, das Gesamte, was es ausmacht. Eben die Vielfalt in der Einheit oder die Einheit in der Vielfalt. Ich habe heute wunderschön gefunden, die jungen Buben aus dem Obwanischen, die Fahnen geschwungen haben. Das hat mir sehr gefallen. Heute startet die Unspunnenwoche ab der 11:30 Uhr mit dem Bauernmarkt im Kursalpark und mit der Unspunnen auftischen am Abend.